Wie ist es für dich jetzt, wo dein Team jetzt am Schluss vor dir gesehen hast? Was sind das für Gefühle gewesen? Heute ist es wirklich für mich sehr schön gelaufen und wirklich voll nach meinem Herzen, nach meinem Magen und meinem Kopf und meiner Strategie und meinen Wünschen und meinen wildesten Vorstellungen ist wirklich alles zusammengekommen und ich bin super happy. Wie waren für dich die Sing-Offs gewesen, oder? Das ist ja irgendwie so ein Gefühlsstrudel, auch für die Talents. Zuerst kommen sie weiter, nachher heisst es, ja, musst jetzt gleich nochmal auf die Wackelbank. Wie hast du die Sing-Offs erlebt? Wie viel Spannung, wie viel Druck war für dich persönlich dort dabei gewesen? Oder wie viel hast du gespürt von deinen Talents? Der grosse Druck war für mich bei den Battles gewesen. Weil ich habe, wie glaub, die meisten von meinen Mitcoaches, so, ich habe meine stärksten Stimmen gegeneinander ins Rennen geschickt und habe von Anfang an gewusst, wenn ich das mache, werde ich mir irgendwann mal selber ins Vödel beissen, weil ich einfach zwei super Talente und ich kann nur eins mitnehmen. Und darum habe ich gewusst, dass die Sing-Offs werden leicht, nicht unfair, aber nicht ganz halt nicht mehr so balanciert. Das ist einfach so. Ich habe meine beiden quasi jüngsten Talente, die noch übrig geblieben sind, gegen einen sehr versierten, mit allen Schauwasser gewaschenen Luzerner in den Ring geschickt. Das war nicht böse gemeint, aber es ist von der Konstellation gar nicht anders gegangen. Wenn ich von 10 Leuten, die ich endlich habe, sofort wieder 7 hergeben, gibt es einfach nach Pythagoras irgendwann einmal so eine Reibungsfläche und das ist passiert. Und ich habe aber grosse Freude, dass sich meine beiden jungen Talente auch verstanden haben, dass jetzt auch für die gestandene, die ältere Generation gehen, die werden, oder eben Ricardo oder Giselle oder Tiris, die werden die Old People's Music, wie der Stress, dass es so schön sagt, können anpacken und in dieser Show bringen. Schauen wir noch ganz kurz auf die Live-Shows. Der Stress hat eine Ansage gemacht. Er hat gesagt, er werde das Ding gewinnen und er habe die schönsten Ladies in seinem Team. Was kannst du über dein Team sagen und was kommt dir in den Sinn, wenn es um die Live-Shows geht? Da muss ich dir ehrlich sagen, als Gentleman tue ich da schweigen. Ich sehe das ganz anders. Aber tue mir jetzt in dieser Phase lasse ich mich nicht auf den Test raus. Ich genieße, was ich jetzt gerade habe. Ich genieße mein Team. Tue leicht süffisant ein bisschen lächeln und überdies schweigen.